herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept von meinen Vanillepuddingschnecken mit Erdbeer und Rhabarber. Passt ja jetzt perfekt in die Saison. Ich habe mir die Zutaten vorbereitet. Ich starte als erstes, indem ich mir mal den Germteig vorbereite. Ich habe da jetzt in meiner Schüssel schon das Mehl. Und zum Mehl dazu kommt jetzt der Zucker. Dann werde ich mir den Germ einfach dazu bröseln. So, die Eier kommen rein. Und da jetzt auch Milch. Die Milch ist ganz lau, also so richtig schön trinkfertig. Die kommt auch dazu. Der Germ hat es immer schön gern, wenn Zucker dabei ist und wenn es ein bisschen warm ist. Nicht zu heiß, aber warm. Und das lasse ich mir jetzt einfach durchkneten. Und wenn sich das schon einmal so ein bisschen verbunden hat, dann kommt zum Schluss noch die Butter dazu. So, also es hat sich ein bisschen verbunden. Die Butter kommt jetzt als letztes noch dazu. Achtet darauf, dass die Butter zimmerwarm ist. Dann plagt sich die Maschine nicht. Oder ihr könnt jetzt auch flüssige Butter nehmen, die dann schon wieder so ein bisschen runtergekühlt ist. So, wenn sich das jetzt verbunden hat, hole ich mir den Teig noch einmal raus. Wenn er euch zu klebrig ist, dann gibt es einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Dann kommt er jetzt mal auf die Arbeitsplatte. Nur ich fette mir die jetzt noch ein bisschen an. So. So. Ich forme mir das jetzt zu einer schönen Kugel. So. Und jetzt darf der da wieder zurück in die Schüssel. Da kommt jetzt noch ein Geschirrtuch drauf und jetzt darf das Ding mal für eine Stunde rasten. Irgendwo an einen warmen Ort oder ihr stellt es zum Beispiel in den Backofen. Dreht den halt nur auf Mindest auf, also so 30, 35 Grad, wenn das geht bei euch. Oder ihr dreht ihn einmal auf, dass er ein bisschen anwärmt und dann habt ihr so diese Restwärme drin. Das geht auch. Ich zeige euch dann gleich, wie es weitergeht. So, während der Teig jetzt rastet, möchte ich mir schon die Füllung vorbereiten. Ich habe mir schon gestern am Abend noch einen Vanillepudding gekocht. Schaut mal, ich habe mir den gekocht und dann, wenn der heiß ist, also direkt nachdem ich ihn von der Herdplatte runterziehe, decke ich den so mit Frischhaltefolie ab, so bildet sich keine Haut und ihr könnt dann den ganzen Pudding gut verwenden und habt dann nicht irgendwo noch so Hautstückchen drinnen. Also es kommt rein Vanillepudding. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht, wie ihr den selber machen könnt. Das verlinke ich euch. Oder ihr macht es einfach eins aus dem Backel, geht genauso gut. Reinkommen tun Erdbeeren und Rhabarber. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Rhabarber aus meinem Garten. Da werde ich mir einfach nur das Grün oben abschneiden und dann schäle ich mit den Rhabarber die rote Schale runter. Das funktioniert ziemlich gut. So, lala. Und den Rhabarber, den werde ich mir jetzt in relativ kleine Stücke würfeln. Also ich schneide mir da den Strang noch einmal zweimal durch. Oder einmal, wie es halt, wie er halt groß ist. So. Und jetzt tue ich mal den Streifen schneiden und würfeln wir das so runter. So, der Rhabarber. Und bei den Erdbeeren mache ich jetzt genau das Gleiche. Ich mache das Grün runter und dann tue ich mir die jetzt auch in kleine, feine Würfel. Mein Schneidbrett hätte noch ein bisschen kleiner sein können. Ich habe das jetzt geschnitten und Rhabarber lässt ja sehr viel Wasser und ich gebe da immer einen Esslöffel oder zwei Puddingpulver dazu. Könnt jetzt auch Stärke nehmen, ich nehme halt Puddingpulver, weil es halt dann noch zusätzlich gut schmeckt. Und das verrühre ich miteinander, weil es dann einfach besser ist, wenn ihr dieses Schneckenholz oder wurscht bei was ihr mit Rhabarber macht. Ich mache das immer dazu, weil sonst die Gefahr halt echt besteht, dass euch das irgendwie davon rinnt. Und achtet auch immer gut drauf, wenn ihr was mit Rhabarber macht, zum Kuchen oder so, und der Rhabarber ist drin, dass ihr den Kuchen dann auch gut auskühlen lässt, sodass dieses Puddingpulver, das Flüssige halt auch wieder fest werden kann, damit es dann nicht eben davon rinnt. So, das habe ich mir jetzt verrührt. So, kommt auf die Seite, das kommt auch weg. Und jetzt habe ich mir hier schon eine Auflaufform vorbereitet, da ist jetzt schon
ein großer Esslöffel Butter drin und das, mit dem reibe ich mir jetzt die Auflaufform ein. Ich mache das immer mit einer Küchenrolle, nehme mir die Butter dann und verreibe das so. So, wenn das gemacht ist, kommt der Germteig. Bei mir ist er jetzt schön aufgegangen, schaut mal. Ich liebe das ja, wenn Germteig aufgeht, ich mag das. Und der kommt jetzt raus. Dazu werde ich mir jetzt aber wieder die Arbeitsplatte einfetten. So, jetzt kommt er raus. Und ich mache mir das jetzt einfach mit den Händen. Ihr könnt jetzt natürlich genauso gut jetzt auch einen Nudelwalker nehmen. Aber ich ziehe mir jetzt den Teig einfach auseinander. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt da der Vanillepudding drauf. Das heißt, Folie kommt runter. Es funktioniert echt genial. Und jetzt kommt der da drauf. So, und das verstreiche ich mir jetzt einfach einmal. Wenn ich so etwas mache, fülle, was ich mir dann einrolle, lasse ich mir immer so, ich rolle es von unten nach oben, lasse ich mir immer so ein Viertel vom Teig in etwa frei, damit sich diese Fülle dann nicht hinausdrückt. So. Als nächstes kommt dann die Füllung drauf. Ich mache es mit den Händen. Ich habe da am besten das Gefühl dafür. Und das streue ich mir also auch einfach so drauf. Und jetzt rolle ich das Ganze ein. Wie gesagt, ich fange von unten an. Schlage mir das jetzt einmal so ein bisschen ein. Und dann rolle ich mal das so hinauf. Schön mit Gefühl. Schaut, und es drückt sich ja dann immer was raus. Und wenn ihr euch das letzte Restel da freilasst, dann habt ihr nicht das Problem, dass im Endeffekt die ganze leckere Fülle dann auf der Arbeitsplatte ist. So, diese Riesenwurst hebe ich mir da jetzt. Hiefe ich wieder zurück. Da. Ich gehe schnell Hände waschen, bin gleich wieder da. So, und mit dem Messer schneide ich mir jetzt die Schnecken runter. Ihr könnt jetzt euch das jetzt abmessen, akribisch alle gleich machen. Ich mache das nicht, sondern ich schneide mir jetzt einfach so nach Gefühl so 2 cm starke Schnecken runter. So. Jetzt stellen wir uns das Blech daher. Und jetzt nehme ich mir die Schnecken einzeln und fasse mir die aber auch noch einmal so ein bisschen zusammen. Schaut, dass das dann halt auch wirklich eine schöne Schnecke ist und nicht so ein. So. Also für jeden, der Germteig liebt, Vanillepudding liebt und Erdbeerrhabarber, also das ist echt mega lecker. Ich mache mich sauber. Danach decke ich das ab. Das darf jetzt noch einmal so für eine halbe Stunde sich entspannen. Einfach, dass der Germteig nochmal aufgeht und dass sie richtig gut zunehmen, die Schnecken. Und dann kommt das in den kalten Backofen. Einfach nur, weil wenn der Backofen wärmer wird, dann der Germteig noch einmal ein bisschen aufgehen kann. Und dann backe ich das. Ich schätze mal so, weiß ich noch nicht, für 25 Minuten, circa 30 Minuten. Zeige euch dann, wie ich noch den Guss fertig mache und sage euch auch, wie lange sie drin waren. Meine Schnecken waren jetzt ca. 25 Minuten bis 30 Minuten im Backofen. Ich habe es jetzt auch schon ein bisschen ankühlen lassen und habe mir jetzt mal normalen Staubzucker hergerichtet. Und zu diesem Staubzucker kommt jetzt so schlucki das Wasser. Und jetzt werde ich mir einfach einen Zuckerguss anrühren. Und da schaue ich dann einfach immer so von der Konsistenz, ob es schon passt. Und wenn es nicht passt, noch ein bisschen Wasser dazu. Ihr könnt jetzt das auch mit Zitronensaft machen. Schmeckt auch gut. Mir schmeckt es ohne besser. Aber das ist echt Geschmackssache, gell? Schaut her, jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Das sind 150 Gramm Staubzucker. Naja, was wird das sein? 2 cl Wasser. Und das jetzt dann einfach schön glatt rühren, bis halt auch keine Bröckeln mehr drin sind. Schaut her. Und dann wird das so ein sämiger Guss. Und das kommt da jetzt einfach wild über die Schnecken drüber. Bei mir kommt es wild drüber. Ihr könnt jetzt das auch schön einpinseln.
von der Menge her passt. Wenn ihr so ganz süße seid, macht euch die doppelte Menge an. Zusätzlich kommt jetzt bei mir noch Hagelzucker oben drüber. Kann halt irgendwie voll was für die Optik, finde ich. Fertig sind sie, schaut's her. Und ich finde, wenn ihr das so in eine schöne Auflaufform gebt, könnt ihr das jetzt einfach so auf den Tisch stellen und schaut gut aus und schmeckt gut. Ich hole mir jetzt mal so ein Ding hinaus. Es ist noch ein bisschen warm, aber das macht nichts. Wir kosten das jetzt gemeinsam. Ich sage euch was, dieser Tipp, dieser Trick mit dem Puddingpulver, das ist schon echt Gold wert. Ja, es ist mega gut. Wisst ihr warum? Weil der Gernberg, der ist ja jetzt nicht so super süß, sondern der ist eher sehr neutral, fluffig. Und diese Erdbeer-Rhabarber-Säure, mega gut, echt mega gut. Und vor allem lässig. Also alle, die die Zimtschnecken lieben, probiert das echt mal aus. Das ist eine schöne Alternative. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst mir einen Daumen da. Ich freue mich, wenn ihr mich auf Instagram verlinkt mit Fotos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.